Willkommen zurück zur 20. Jubiläumsausgabe, würde ich fast sagen, von This War of Mine. In der letzten Folge hat unser guter Boris im Warehouse einen dieser fiesen Banditen ausgeschaltet. Ist deswegen jetzt traurig und hungrig, aber ich würde sagen, gerade das ist ein Grund, ihn nochmal zu schicken, denn erstens scheint er der einzig wirklich Kriegserfahrene zu sein, die anderen machen nur irgendwas mit Medien. Und zweitens habe ich das Gefühl, dass die anderen dann auch traurig werden würden. Und Boris, wenn er eh schon traurig ist, dann wird er halt noch trauriger, aber dann ist es einfacher, sich nur um einen traurigen Mitbewohner kümmern zu müssen, würde ich sagen. Alex hält diese Nacht mal Wache und los geht's. So, die Assault Rifle nehmen wir mit, die Weste nehmen wir mit, den Helm. Kann er eigentlich beides gleichzeitig anziehen? Ach, sogar Bladed. Ach krass. War das also Glück, dass ich das geschafft habe, oder hilft oder wirkt diese Sneak Attack immer? Das würde mich interessieren. Jetzt, wo wir so viel Munition haben, nehme ich auch nochmal 15 mit. Wahrscheinlich, es ist ja was passiert. Übrigens, jetzt gerade, gut, es war ja keine Folge, die letzte Folge war keine Folge, so, die wir ja so beendet haben. Also wo wir mit einer Nacht geendet haben. Deswegen ist okay, dass kein Raid kam, aber ich denke, jetzt müsste wieder ein Raid auf uns zukommen. Davon gehe ich zumindest fest aus. So, jetzt ist die Frage, ob die jetzt gleich wieder hier rauskommen. Weil ich glaube, vorhin standen die ja nicht sofort hier, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wir sehen nichts. Huch, wieso kann ich jetzt... War das vorhin auch schon möglich, da was zu klauen? Habe ich irgendwie übersehen. Oh, da oben kommt jemand, oder? Boris, schnell in die Nische mit dir. Komm runter, mein... Mensch, Meier. Sind die da wirklich nur zu zweit? Jetzt ist er da oben durch die Tür gegangen. Geht jetzt da oben raus. Da ist eine weitere Nische, wunderbar. Ach, da ist wahrscheinlich auch noch eine. Führt seine Routine ihn wohl dann in diesen Raum? Oder führt sie ihn jetzt hier zurück? Das ist die große Frage. Da oben geht die Tür auf. Da ist er. Jetzt geht er erstmal da oben lang. Schade. In die Küche anscheinend, oder? Ach fuck, da brauchen wir ein Sawblade für. Oh fuck, er geht da raus. Schnell hier hin. Someone's there. Fuck, jetzt hat er mich gehört. Jetzt die Frage, wenn er so aufmerksam schon ist, kann er mich dann erwischen? Oh, komm. Jawohl. Krass. Irgendwie ist das auch overpowered, aber auf der anderen Seite... schön, dass man tatsächlich so eine gute Chance hat gegen diese Bösewichte. Was hat der? Eine normale Shotgun und Munition. Okay, also war der andere im Prinzip so der Oberboss. Ja gut, sind jetzt hier noch mehr oder nicht? Also ich glaube in dem Hausteil hier wahrscheinlich nicht, aber da drüben werden ja noch mehr sein, oder? Oder vielleicht sogar oben? Vielleicht haben ja für jeden Stock sozusagen jemanden gehabt. Aber ich nehme keine Bewegung wahr. Nun gut. Dann belohnen wir uns jetzt erstmal selbst und rauben hier die Tische aus. Dass das als Diebstahl geht. Ja gut, von diesen Bewaffneten, aber die hätten mich ja wahrscheinlich sowieso abgeknallt. Die wirken jetzt ja nicht gerade, wie soll ich sagen, freundlich und willkommensheißend, ne? Wahnsinn, Jackpot. Wieder ordentlich was zu essen hier. Traumhaft, super. Ach, super viel Wasser, auch geil. So, was lassen wir noch zurück? Wir lassen noch Tobacco zurück und nehmen vielleicht mal wieder Sugar mit. Ja gut, sonst gehen wir mal hier noch nach oben. Einmal durch die Tür. Ach so, hier kann man da gar nicht geradeaus durch. Mal schauen, was sich hier noch so verbirgt. Fertilizer. Habe ich ja noch einen, sicherheitshalber. Und ich brauche wahrscheinlich erst jetzt nachher wieder einen.
für meine Falle. Meine Rattenfalle. Okay, ein Lockpick brauche ich auch. Also ich brauche Säge und Lockpick, um das hier komplett zu erforschen. Hm. Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht gehe ich jetzt in der nächsten Nacht noch weiter aufräumen. Hab gerade so einen Lauf, habe ich irgendwie das Gefühl. Oh, die nehmen wir aber mit. Dafür... Ach komm, dann lass meinen Zucker doch hier. Dafür verzichte ich sogar auf Zucker. So, einmal die Tür aufmachen. Es ist immer noch keine Bewegung hier zu erkennen. Gehen wir nochmal ganz vorsichtig hier runter. Ist immer noch nicht zu sehen. Anscheinend waren die Typen nur zu zweit. Witzig. Die kriegt man nur von der anderen Tür auf. Von der anderen Seite auf. Ja, dann machen wir die doch noch irgendwie auf. Und, ansonsten sind wir im Prinzip dann mit dem Warehouse eigentlich erstmal fertig. Also, ich kann ja nochmal zurückkommen, wenn es wirklich mal was Krasses gibt. Aber ansonsten, haben wir jetzt ja hier schon mal aufgeräumt. Vielleicht sollte das jetzt auch meine Mission sein. Alle Bösewichte, aus dieser Welt vertreiben. Auch spannend, dass hier nochmal so ein Sägeding ist und nochmal so ein ganz kleiner versteckter Schrank. Was es da wohl noch gibt? Man weiß es nicht. Ja, schön, hat sich gelohnt, da auch nochmal nachzuschauen. Das ist mal eine fette Ausbeute. Komm, dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Hause. Die Zeit wird ja auch knapp und Boris braucht immer länger. Wie er sprintet, ein Traum. Alter Schwede, das tut ja weh beim Zugucken, ne? Und vielleicht machen wir uns in der nächsten Nacht auf dem Weg ins Hotel. Das könnte auch spannend sein. Denn ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Hotel ist der Sniper versteckt, der wiederum auf der Sniper-Junction dafür sorgt, dass man da sich kaum sicher bewegen kann. Der schießt ja nämlich die ganze Zeit auf einen. War zumindest in der letzten Runde so. Mal schauen. Ja, Boris ist begeistert. Mal gucken, ob er jetzt gleich wieder traurig ist. Oh nein, Phil ist krank. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So, Boris, leg dich erstmal pennen. Alex, leg dich auch bitte erstmal pennen. Philipp hat einen nasty headache. Obwohl es so warm... Ich wollte gerade sagen, obwohl es so warm ist. Scheiße, das Feuer ist ausgegangen. Ja, komm, Phil, dann nimm doch direkt erstmal hier die, die krassen Pillen. Ich finde die ja... Ich glaube ja immer noch, dass die krasser sind. Obwohl er nur slightly sick ist, dann sind wir aber sicher. Dann macht Phil vielleicht noch direkt was zu essen. Ach krass, guck mal, jetzt hat der Käfig so gut gewirkt. Das scheint echt Zufall zu sein, dass wir sofort zwei Dinge hatten. So, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, das viermal Nutritious Meals zu machen. Also auch nochmal richtig gute Mahlzeiten. Jan wird jetzt aber erst nochmal einen neuen Käfig besetzen. Dann packen wir in den Käfig hier, wir haben jetzt so viel Raw Food, packen wir einen Raw Food als Köder. Essen sie sich selbst, die Ratten, oder was? Finde ich irgendwie seltsam von der ganzen Idee. Scheiße, habe ich mich verklickt. So, Jan füllt erst nochmal neues Brennholz nach. Phil legt sich unten in die Krankenkammer. Und dann dürfte es jetzt gleich auch wieder schön heiß sein hier in der Hütte. Und Jan macht sich jetzt selber auch direkt nochmal ein bisschen Feuerholz, bevor er essen darf. Wir haben ja gerade wieder ein bisschen Holz gefunden. Das verarbeiten wir auch gleich wieder. Ja, schön. Super. Also gerade diese mit diesen 8 Dingern alleine würde ich jetzt wahrscheinlich auf die letzten 7 Tage noch irgendwie überstehen können. Ist ja nur noch irgendwie letzte Woche. Das passt also schon. Boris ist immer noch sad. Alex ist hungry. Ich lasse die beiden aber trotzdem nochmal eben essen. Boris sagt, dass er wünschte, dass sie nicht töten müssten, um zu überleben. Ich muss dazu sagen, wahrscheinlich hätten wir jetzt auch gar nicht mehr töten müssen, aber, ganz im Ernst, wenn wir es nicht gemacht hätten, wer hätte diese bösen Banditen sonst getötet? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Banditen waren, ne? Also, ich meine, sie liefen da mit Assault Rifles rum, wenn das jetzt irgendwelche ehemaligen Mitarbeiter gewesen wären, hätten die es, glaube ich, nicht so ausgerüstet, oder? Hm. So, Alex isst sich auch nochmal was, bevor er wieder schlafen geht. Dadurch sorge ich jetzt dafür, dass die eigentlich heute Nacht alle fit sind, außer Phil.
Phil ist jetzt auf Meds und am sich erholen, von daher eigentlich alles cool. So, Alex legt sich wieder pennen. Jan gönnt sich jetzt nochmal eine nette Mahlzeit und dann ist der Tag auch schon wieder geschafft, denke ich. Scheint auch niemand hier zu kommen. Von daher eigentlich alles gut. Radio können wir demnächst nochmal hören. Ja, schön. Alle sind erholt und alle sind irgendwie zugegessen. Super. Dann beenden wir den Tag. Da war noch eine Explosion im Hintergrund. Wahnsinn. Also, dann machen wir uns jetzt auf ins Hotel. Caution is advised. Da steht, dass das von der ehemaligen Reiseagentur von Pogoren oder Pogoren Reiseagentur im Besitz war. Und dass es schon längere Zeit jetzt verlassen war, wo er ist. Und dass eigentlich auch alles da geklaut wurde, was irgendwer besitzt. Und dass jetzt ein harmloser Verrückter zurzeit lebt. Das klingt nach einem Einsatz für Boris. So. Phil muss schlafen. Janne ist wache. Wunderbar. Er ist unser Mörder. Boris. So, Assault Rifle, Kevlar, wieder alles, was der gute Boris so braucht. Womit ich mich auch sicherer fühle. Lockpicks nehmen wir auch mal diesmal mit. Ich lerne hier aus meinen Fehlern. Das ist vielleicht zerbombt, deswegen nehmen wir auch eine Schaufel mit. Und vielleicht baue ich mal demnächst wieder eine Säge. Das heißt, ich muss auch Materialien sammeln. Ich glaube, für die Säge brauche ich ja Weapon Parts. Da habe ich ein paar. Da muss ich mal gucken. Once noble and bright, now shadow of its former self. Like us. In Boris steckt ein richtiger Poet. Wahnsinn. Da steht, ah, schön, Hotel. Also es ist auf jeden Fall ein fettes Gebäude. Schauen wir erstmal rein. Die Luft scheint rein zu sein. Sieht aus wie so ein Verhörstuhl mitten im Nirgendwo dieses Raums. Gut, dass ich die Schaufel dabei habe, ehrlich. Habe ich einmal mitgedacht. Super, erstmal Müll gefunden. Da kann man hochgehen, wenn man möchte. Aber ich schaufel mich erstmal frei, um einen möglichen Fluchtweg zu schaffen. Aber ganz im Ernst, Boris hat Kevlar und Helm. Also er wird nicht sofort sterben und die Sword Rifle wird garantiert besser sein als alles, was dieser Lunatic, der sogenannte hier hat. Mal gucken, ob er mich überhaupt angreift. Manchmal sind die auch nach diesem Strike-System, ne? Hatten wir ja auch schon, dass die sagen, ey, jetzt geh bitte und dann erst irgendwann aggressiv werden. Naja. Ach cool, wenn ich mich jetzt hier durchgegraben habe durchs Erdgeschoss, dann kann ich an beiden Seiten komplett einmal raus und reinrennen. Und spare mal diesen Lockpick hier, um dann hier runter zu hüpfen. Es sei denn, ich brauche den Lockpick, um darüber zu hüpfen. Ob Boris das schaffen würde? Na gut, ich kann ja auch hier hoch. Da ist ja das eigentliche Treppenhaus, schon mal gut zu wissen. Ich habe auch noch keine Bewegungen wahrgenommen. Die Frage ist also, wo hält sich der Typ auf? Pennt er vielleicht? Das hier sieht aus wie ein Bett. Die Frage ist auch, greife ich ihn sofort an, wenn er mich sieht? Oder warte ich erstmal auf das ab, was er sagt? Es ist ja auch so, dass wenn man eine Waffe aktiv in der Hand hält, hier über diese Funktion, dass die dann teilweise auch sofort aggro sein können, glaube ich. Oder zumindest, ah, da ist er. Anders reagieren. Sieht aus wie ein alter Sack, ne? Was macht er? Geht der runter? Geht er die Treppe runter, ist die Frage. Ja, da sehe ich ihn. Also ab in die Nische. Auf Waffe wechseln. Oh ja, komm. Bitte geh runter und geh jetzt nicht in diesen Küchenraum, was auch immer das ist. Er geht in den Küchenraum oder was auch immer das ist. Good, we don't need any more trouble. Okay, er sagt we. Er war also nur am Fenster gucken. Sind da jetzt also mehrere? Oder ist er einfach nur... Also ist das so eine Redensart von ihm, dass er wir sagt? Better close the window. Was heißt das eigentlich? Je länger ich stehen bleibe, desto akkurater schieße ich dann? Ich könnte ihn jetzt wahrscheinlich abknallen, aber... Okay, was macht er? Er kommt die Treppe runter, okay. Hat er eine Waffe in der Hand? Jetzt bin ich gespannt, er hat keine Waffe in der Hand. Greife ich ihn jetzt an oder nicht? Ich, ganz im Ernst. Ja, er hatte eine Waffe. Okay, es war die richtige Entscheidung. Ich fühle mich jetzt auch nicht ganz so gut dabei, aber vielleicht hat er nur sein Zuhause verteidigt, ne? Ganz im Ernst, egal. Ich führe ja selbst Selbstjustiz aus, aber wer
Okay, ich finde irgendwie keine Rechtfertigung dafür, das war nicht so cool. Vielleicht hätte ich doch erst mit ihm reden sollen. Auf der anderen Seite ist er, glaube ich, der Sniper gewesen. Oder? Ich meine schon, dass er das ist. Ich werde es gleich rausfinden, ob es... Ich glaube, er war der Sniper, der an der Sniper-Junction da rumknallt. Wobei, hätte er nicht eine Sniper-Rifle haben müssen? Ist hier vielleicht doch noch jemand ganz oben? Keine Ahnung, ganz ehrlich, keine Ahnung. Wir schauen uns erstmal weiter hier um. Viele verschlossene Räume auf jeden Fall auch. Da ist noch jemand, scheiße. Oder ist das eine Ratte? Ne, es ist eine Ratte. Ich glaube, ich hätte die Person jetzt sonst schon gesehen. Da ist der Kühlschrank, da gibt es sowas zu essen. Ja, es ist eine Ratte. Kein Mensch bewegt sich immer so hin und her. Boah, krass, okay. Was lassen wir zurück? Das ist alles gut, was ich jetzt hier dabei habe. So Mist. Ich glaube, ich verzichte aufs Brennholz ein bisschen und nehme stattdessen lieber das ganze Food hier mit. Wahnsinn. Wahnsinn. Jesus, das ist kein Mensch. Und wenn es einer ist, dann gewinne ich den Kampf. Ja, es war keiner. Okay, alles klar, es war eine Ratte. Was ist hier drin versteckt? Oh, Tabletten. Das wird ja immer besser. Eine zerbrochene Gitarre. Ja komm, wir verzichten jetzt komplett auf Brennholz. Nehmen die nochmal mit. Und so langsam muss Boris sich jetzt auch verziehen. Also, ich gehe jetzt nochmal hier oben ganz grob durchschauen. Ob hier noch irgendwo irgendjemand sein könnte, aber... Ne, der Typ hat hier allein gewohnt. Wunderbar, dann können wir jetzt hier nach unten. Ab durch die Tür, kann Troppbau sich hier runter? Ja. Zack, zack, wir haben auch keinen Lockpick verbrauchen müssen. Im Zweifelsfall kann ich jetzt also auch hier zurückkehren, um mir nochmal Vorräte zu holen. Aber unsere Mission geht weiter, wir wollen die Welt von allem Bösen befreien. So, jetzt schauen wir aber erstmal, was der Raid für uns bereitet. Denn wir wissen ja alle, ich beende diese Folge, das heißt, jetzt müssen wir überfallen worden sein. Und Outbreak of Crime, das heißt, jetzt beginnt die Kriminalitätsrolle, das heißt, jetzt wird es jede Nacht kommt der Angriff und gleichzeitig aber auch der Winter vorbei. Krass. Boris ist depressiv. Scheiße. Ich bin raided. Ja, welche Überraschung. Ja, wir wurden nicht verletzt. Wir hatten genug Ausrüstung, haben aber 9 Munition verbraucht. Krass. Und Jan wird krank. Noch besser. Das Schöne ist, auch ohne Heizmaterial ist es warm genug. Der Frühling ist nämlich zurück. Boris ist broken. Holy moly. Okay. Dann schicke ich jetzt mal Alex zu ihm. Alex soll mal gut zureden. Wir müssen Boris irgendwie aus dieser Misere rausholen. Das hatte ich auch noch nicht. Mist. Das Gute ist, dass die Regenfilter wieder funktionieren. Dafür muss ich aber erstmal Regenfilter bauen. Also Filter bauen. Kann ich sogar. Dann bauen wir direkt mal 2 Stück. Boris, you know you're not alone in this. Alex weiß schon, wie er an Boris rantreten muss. So, Jan ist slightly sick. Das heißt, Jan, lassen wir jetzt erstmal die Tabletten nehmen. Philipp ist übrigens schon wieder komplett gesundet. Schön, oder? Jan ist aber auch traurig. Was mit, achso, die reden ja miteinander. Boris, why? We must help each other, right? Oh, Jan ist traurig, weil er Boris einen Vorwurf macht, aber ich weiß es nicht. Vielleicht hätten wir den echt nicht töten müssen. Ich kann mir nur 3 erlauben, weil ich zu wenig Wasser habe. Das heißt, Phil, lasse ich jetzt erstmal Wasser machen. Auch interessant, der Schnee ist noch hier. Das heißt, wir können immer noch Schnee benutzen. Oder geht das nicht mehr? Das müsste eigentlich noch gehen. Wie bewahren die den Schnee auf? Im Eisfach? So. Jan gönnt sich noch was zu essen. Bevor er sich hinlegen darf. Boah, es ist immer noch broken. Das heißt, wir lassen jetzt Alex erstmal aufstehen.
Wir werden Alex jetzt erstmal Boris eine Mahlzeit bringen. Vielleicht baut Boris das ja auch wieder auf. Ich glaube, das Problem ist, dass wenn die broken sind, auch nach und nach weggehen können. So, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich die Folge total überzogen habe, weil ich jetzt gerade so drin war in diesem ganzen erst broken und Crime Rave und hast du nicht gesehen. Das heißt, wir beenden sie jetzt an dieser Stelle, sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute und danke fürs Zugucken.